Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Bessere Welt. Als erstes wünsche ich euch allen einen schönen Vatertag. Lasst es euch gut gehen, Leute. Okay, und zwar werden bei mir heute einige Veränderungen anstehen. Als erstes möchte ich euch sagen, dass ich mein Substrat wechseln werde. Wie ihr wisst, habe ich ja bis jetzt immer dieses Kleintierstreu hier benutzt. Allerdings habe ich von einigen erfahrenen Pilzzüchtern unter euch erfahren, dass da auch Nadelhölzer mit drin sind und dass das der Austernpilz überhaupt nicht mag. Ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum mein Ertrag am Ende nicht so hoch ausfällt. Ich habe mich diesmal entschieden, dass ich ab jetzt Strohpellets benutzen werde. Und zwar diesen. Den habe ich von Fressnapf. Der kostet 5,49 Euro. Das ist ein 8 Kilo Beutel. Ist zwar jetzt ein bisschen teurer als mein Einstreu, was ich vorher benutzt habe. Aber ich blende euch jetzt mal ein Bild von Almir ein. Der ist in unserer Facebook-Gruppe. Schöne Grüße an dieser Stelle. Der hat mich auch auf diese Idee gebracht mit den Strohpellets. Und schaut mal bitte im Verhältnis Substratblock, Erntemenge. Also das sieht sehr gut aus, im Gegensatz zu meinen Ergebnissen, die ich bis jetzt hatte. Okay, außerdem hat er mir den Tipp gegeben, dass ich dem Ganzen noch Kalk hinzugebe. Ich hatte mir da früher schon mal Gedanken drüber gemacht, aber habe mich nie so wirklich getraut. Aber seitdem ich halt die Ergebnisse von ihm gesehen habe, habe ich gedacht, das muss ich auch probieren. So, dann werde ich meinen Strohpellets Kalk hinzugeben. Und dann habe ich hier schon mal 300 Gramm fertige Körnerbrut abgepackt. Das ist der Plan für heute und dann schauen wir doch mal, inwiefern oder wie hoch der Ertrag am Ende sein wird. Aber zunächst einmal mischen wir das Ganze heute zusammen. Dafür habe ich halt meine 12 Liter Boxen und los geht's! Ja, als erstes werde ich jetzt meinen Kalk abwiegen und zwar habe ich mich dazu entschieden, 50 Gramm auf mein 1 Kilo Strohpellets zu verwenden. Und zwar wiege ich das jetzt einmal ab. Genaue Menge weiß ich noch nicht, da muss ich erstmal ein bisschen rumexperimentieren. Mal schauen, wie das Ergebnis sein wird. Je nachdem werde ich entweder minimieren oder maximieren, mal sehen. Und ja, warum überhaupt Kalk? Ich habe gehört, man kann auch Gips nehmen, aber ich habe mich jetzt für Kalk entschieden. Ja, einerseits soll das den pH-Wert im Substrat verbessern und andererseits sollen sich die Austernpilze wohl einiges an Nährstoffen aus dem Kalk ziehen. Nicht umsonst nehmen große Austernpilzfarmen oder Züchter zum Beispiel Stroh für den Substrat aus kalkreichen Gebieten. Ja, ich bin gespannt, wie das helfen wird, ob das meinen Ertrag steigern wird und so weiter. Okay, weiter geht's. So, ich habe jetzt schon mal meine 12 Liter Dirkbox bereitgestellt und da werde ich jetzt genau 1 Kilo von meinen Pellets reinmachen. So, ich habe jetzt hier Wasser gekocht im Wasserkocher und da werde ich jetzt meine 50 Gramm Kalk mit hinzugeben. Und danach, wenn sich das aufgelöst hat, gebe ich das Ganze meinen Strohpellets hinzu. Okay, als erstes gebe ich meinen Kalk jetzt rein. Ich hoffe, der löst sich sofort auf. Ich mache das auch mit euch gerade zum ersten Mal. Eigentlich überhaupt keine gute Idee, Kalk in den Wasserkocher zu geben, aber ich nutze diesen Wasserkocher mittlerweile nur noch für meine Pilzzuchtgeschichten, deshalb denke ich, wird sich niemand im Haus beschweren. Okay, das sieht schon mal sehr milchig aus. Ich werde das Ganze jetzt nochmal durchrühren. So, und das sind jetzt 50 Gramm Kalk. Und die gebe ich jetzt meinem Substrat mit dem Wasser hinzu und am Ende müsste dann hier 2250 stehen. Achtet darauf, dass ihr das schön verteilt, denn dann zieht es besser mit den Strohpellets zusammen und der quillt dann schön auf.
Okay, nachdem jetzt unser Wasser mit Kalk hinzugegeben ist, mache ich jetzt den Deckel drauf und lasse das Ganze erstmal schön abkühlen. In der Zeit kann sich auch die Wärme in der Box sammeln und die Pellets können richtig schön aufquellen und die Flüssigkeit aufsaugen. Und danach geht's weiter. So, das Ganze stand jetzt circa eine Stunde in Ruhe und hat sich relativ gut abgekühlt. Ich habe da jetzt alles nochmal gut durchgemischt und schaut mal, hier sind teilweise noch so Strohpellets, die sich nicht komplett aufgelöst haben. Aber ich denke, das ist jetzt nicht großartig schlimm. Damit wird der Austernpilz, denke ich mal, zurechtkommen. So, als nächstes werde ich dann meine fertige Brut einfach mit hinzugeben. Wie schon gesagt, das sind genau 300 Gramm. Ich denke, das reicht für die Menge an Substrat vollkommen aus. Ja, und fertig ist die Box bzw. Boxen, denn ich habe jetzt nochmal zum Vergleich noch eine Box gemacht, zusammengestellt, zusammengemixt und zwar unter gleichen Bedingungen, außer dass da jetzt kein Kalk mit drin ist, denn ich würde gerne mal vergleichen. Ich habe jetzt in beiden Boxen, wie gesagt, gleiche Verhältnisse geschaffen, 1 Kilo Substrat, gleiche Menge an Wasser, gleiche Menge an Brut zugegeben. Der einzige Unterschied, in der rechten Box ist kein Kalk mit drin. Und da bin ich mal gespannt, inwiefern sich das auswirkt. Die Boxen werde ich zur gleichen Zeit, unter gleicher Temperatur heranwachsen lassen, dann zur gleichen Zeit aktivieren, das heißt den Deckel dann abnehmen. Beide werden seitlich dann fruchten. Und dann bin ich mal gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Ja, mich würde eure Meinung dazu interessieren. Habt ihr schon mal mit Kalk gearbeitet? Eignet sich vielleicht, gibt es doch besser? Welche Menge könnte ich nehmen? Mehr, weniger? Schreibt mir alles, was ihr dazu wisst, in die Kommentare. Wie ihr wisst, hilft mir das immer sehr weiter. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Eure bessere Welt. Ciao.